Das müssen Sie beweisen, dass der Staub müde geworden ist, Katharinen. Sonst noch was? Ja, der hat die ganzen Topfpflanzen vergiftet. Die sind alle eingegangen. Hören Sie mal, wenn Sie 14 Tage Ihre Blumen nicht gießen, dann verdammt der Day. Dann verdammt der Day? Dann verdammt der Day. Dann verdammt der Day. Das müssen Sie beweisen, dass die verdottert sind. Sonst noch was? Ja, langt es nicht. Mir langt es schon lang. Mir auch. Brauch erst mal die Personalien. Vom Täter. Auch wenn's die hätten, täten wir uns leichter. Ich war ja nicht zu Hause und sie da nicht einbrechen brauchen, hätte ich aufgemacht. Stimmt auch wieder, ja. Da brauche ich Ihren Namen. Ja, mein Name ist da. Ja, sagen Sie halt. Ja, da. Ich kann ja da sagen. Dea. Dea? Dea ist ja Tankstellen. Stehen Sie irgendwo an Horner hängen oder was? Da, Dora Andon. Ah, Dora ist der Vorname. Nein, nur da. Da? Ja. Da. Da. Und Vorname? Vorname? Dieter. Ich bin der Dieter da. Und beim Dieter da war der Täter da. Und sagen Sie mal, Herr Dieter da, sind Sie ja verheiratet? Haben Sie eine Frau? Ja, die Frau da. Wie heißt die? Vorderisch? Wie sagen Sie denn zu ihr? Schau, dass du herkommst. Nein, was steht in dem Pass drin? Ach so, das ist die Hadda da. Hadda da. Geborene? Geborene du. Und sagen Sie mal, Herr Dieter da, wo wohnen Sie? Gleich neben der Düder da. Neben der Düder da, Herr Dieter da. Und sagen Sie mal, Herr Dieter da, was machen Sie beruflich? Ich bin Dudendüdendrucker. Dudendüdendrucker? Wer braucht denn bitte Dudendüden? Ja, wer einen Duden kauft, hat eine Düde, da wo der Duden reinkommt. Und nur da, wo Duden außen drauf ist, hat der Duden drin eine Düde. Das macht der Dudendüdendrucker. Und sagen Sie mal, Herr Dieter da, die Dudendüdendruckerei ist die neben der Düder da, Herr Dieter da? Ja. Dieter da, Dudendüdendruckerei, gleich neben der Düder da. Und sagen Sie mal, Herr Dieter da, in der Dudendüdendruckerei neben der Düder da, Herr Dieter da, macht Ihre Frau, die hat er da in der Dudendüdendruckerei neben der Düder da mit, Herr Dieter da? Das schafft der Fall nicht um. Gut, dann hebel ich soweit alles, dann kriege ich jetzt bitte 200 Euro von Ihnen. Für was? Sie geben eine Anzeige auf, die Anzeige geht an die Staatsanwaltschaft, von der Staatsanwaltschaft geht die zum Gericht und das Gericht verlangt eine Gerichtskostenvorauszahlung. Also kriege ich 200 Euro. 200 Euro? Ja, ja. Und dann kommt es zum Prozess? Ja, 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 ja. Musterprozess. Ja. Niederlass, Musterprozess. 200 Euro in unnummerierten Scheinen. Ja. Kann ich eine Quittung haben? Für was eine Quittung? Für die 200 Euro. Welche 200 Euro? Die Sie brauchen für den Prozess. Was für 200 Euro? Die Sie gerade geben, ich habe nur 200 Euro gegeben gerade. Sie haben doch keine 200 Euro gegeben. Oder können Sie mir das beweisen? Nein.